irgendwo in der nachapokalyptischen Zukunft. Die technisch ausgeklügelten Erfindungen der Menschheit haben sich verselbstständigt. Monsterroboter erklären ihr den Krieg. Dieses düstere Szenario ist die Grundlage der Terminator-Reihe. Für Raphael Dickreuther Beruf und Faszination zugleich. Ich denke, das Faszinierende an Terminator ist, dass Technologie, die wir jeden Tag brauchen, total außer Kontrolle geraten und wir nachher einem Gegner gegenüberstehen, den man sich selber erschaffen hat. Auch der Berner selbst stützt sich auf komplexe Technologie. Doch sie ist nur ein Hilfsmittel bei seiner Arbeit. Das wichtigste Werkzeug bleibt die Fantasie. Denn Dickreuther entwirft Szenen im Kopf, lange bevor sie gefilmt werden. Mein Job nennt man eigentlich 3D-Animator, Previous-Animator oder Previous-Designer, je nachdem. Und es ist eine Kombination zwischen einem 3D-Animator, einem Art Designer und einem virtuellen Kameramann. Und es geht darum, dass man Action-Szenen im Computer entwirft und herausfindet, wie heute überhaupt gefilmt werden können und die so präsentiert, dass die nachher von der ganzen Crew umgesetzt werden am Set. Die Arbeit Dickreuthers und seiner Kollegen beginnt früh im Produktionsprozess. Dank Visualisierung am Computer lassen sich die zentralen Szenen eines Actionstreifens genauer planen. Der Regisseur kann so überprüfen, ob seine Ideen funktionieren, wie er Fehler vermeiden, den Aufwand optimieren und viel Geld sparen kann. Gemäß den Vorgaben von Drehbuch und Regisseur geht der 3D-Animator schon erstaunlich in Details. Und nachher sagen wir, okay, der bleibt kurz vor der Kamera, tut fast das Bild ein bisschen verdecken, dass wir den schön gross sehen. Ich hoffe, dass man da die Kanone sieht, schön, und damit er bedrohlich wirkt. Und nachher, dass er nachher sich vorwärts bewegt. Oft behalten die definitiven Filmszenen genau die Bewegungsabläufe, die Dickreuther und sein Team entworfen haben. Dies gilt vor allem für spektakuläre Luftattacken und Karambolagen. Aber auch menschliche Bewegungen spielen eine wichtige Rolle. Dabei hilft das Programm Motion Capture, eine Methode, die 3D-Figuren realistischere Züge verpasst. Die organischen Bewegungen von Schauspielern werden aufgezeichnet, damit der 3D-Visualizer sie im Computer auswerten und auf die animierten Figuren übertragen kann. Eine Arbeit, die engen Kontakt mit den Schauspielern erfordert. Für The Incredible Hulk arbeitete Raphael Dickreuther monatelang mit Hollywood-Star Edward Norton zusammen. Also wenn man das erste Mal so einen Star trifft, dann ist das schon ein Moment, man ist nervös und man denkt, oh, wie ist jetzt das? Und das ist meistens einfach der Anfang und vielleicht der erste Tag und nachher geht das weg und man merkt, das ist eine normale Person, wie die andere, ja, die hat ihre Macken und ihre Launen und so weiter. Und ja, das ist einfach, man weiss, die Person ist sehr wichtig, weil die tragen viel zum Erfolg des Films bei. Aber schlussendlich ist das eine Person wie die andere. Am Anfang von Dickreuthers Hollywood-Traum stand ein Terminator-Streifen. Was für viele andere Luftschloss bleibt, wurde für ihn tatsächlich fast über Nacht Realität. Als ich mich beworben habe, ist eigentlich in der Schweiz ist nicht viel passiert. Also, da konnte man mal schauen können und dann hat es geheißen, ja, eben, das ist ja noch nichts gemacht. Also, ja, du bist auch nichts für uns. Und interessanterweise nachher später, als ich mich halt nachher weltweit beworben habe, die Amerikaner haben das nicht so gesehen, sondern haben gefunden, ja, also gut, dann geben wir eine Chance. Wenige Monate nach seinem Studium an der Zürcher Hochschule der Künste hatte Raphael Dickreuther bereits eine feste Anstellung bei einer führenden Firma für Prävisualisierung in Los Angeles. Er erwachte aus seinem Traum mit einem Kulturschock. Alles ist 10-mal grösser, also die Riesendistanz, um sich als Schweizer einfach nicht gewöhnt ist. Dann hat die Stadt ein ganz anderes Tempo. Das einfach alles ist sich immer am Bewegen, alles verändert sich. Leute kommen, Leute gehen. Eine neue Firma wird aus dem Boden gestampft. Leute verlieren den Job von heute auf morgen. Einfach alles geht radikal schnell. Und das ist man als Schweizer doch auch nicht gewöhnt. Enorm schnell sah der Schweizer seine Arbeit auch prominent auf der Leinwand auftauchen. Letztes Jahr zum Beispiel The Incredible Hulk. Der actionmäßige Höhepunkt des Films, der große Showdown der reptilähnlichen Monster, trug die Handschrift Dickreuthers und seines Teams. Trotz dieser Erfolge bleibt Dickreuther auf dem Boden, wenn es um die Einschätzung der eigenen Bedeutung geht. Man muss verstehen,
dass es nicht einem sein eigener Film ist, sondern die Aufgabe ist, dem Regisseur helfen, seine Vision umzusetzen. Man darf den Regisseur schon hinterfragen, aber hat, natürlich muss man aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, ja, eben, das ist jetzt mein Film und ich mache jetzt so, sondern das kann man machen, wenn man selber Regisseur ist. Oder? Hat der Berner also noch höher fliegende Pläne? In Hollywood, so sagt man bekanntlich, soll nichts unmöglich sein. Daumen drücken kann jedenfalls nicht schaden.